Moment, sind wir mal noch mit hier? This could be a while. Die hauen wir jetzt ja auch noch weg, würde ich sagen. Ab geht's. So. Geht's euch jetzt an den Kraken, Leute? Well, here we go again. Scheiße. Okay, jetzt konnte ich mal blocken, das war heftig gewesen. So. Schmetternde Keule. 585 Leben hat der. Okay, den sollten wir erstmal stunnen. Den stunnen wir erstmal. So, ab geht's. Weil der ist ziemlich mächtig, ey. Wirklich ziemlich mächtig. Ein Ammel Butters brennt, den müssen wir erstmal heilen. Gegenstände. Heiltrank, oder? Ammel Butters. So. Und jetzt, eigentlich könnte es Sinn machen, mal sehen, ob das hinhaut. Hammer der Stürme. Da bin ich mal leider nicht bei, also macht es nicht so viel Sinn. Na dann machen wir Hammer der Gerechtigkeit und tun ihn mal anpissen hier. So. Jetzt. Das war richtig gut Damage. So, dann greifen wir an hier. Okay, haben wir geblockt. So, und dann machen wir einfach mal Golden an die Mauer zu schmetternde Keule. Wobei, ja doch, machen wir. Achtung. Bam. Alter, das haut aber böse rein. So, Butters, mein Guter. Ich glaube, ich halte den aber nochmal. Sich selber heilen kann er ja leider. Das finde ich mal ein bisschen doof. Einen kleinen Heiltrank. Ja. Und jetzt. Hier drauf. Muss man mit X wieder machen. Ja, das ist nicht so super, der Schaden. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Keule oder Mongolenbogen. Weil der Mongolenbogen, der haut immer schon böse rein, auf jeden Fall. Ich probier's mal. Naja, nee, ich glaube, mit der anderen Waffe machen wir Damage. So, wie ich darf nochmal. Ah, nee, das ist Butters. Okay, ja klar, er war ja Stunt gewesen. So, drauf. Krass, ey, fast 600 Leben hat er. Konzentrieren. Eieieiei. So, Juden, jetzt so wieder. Haben wir genug PP dafür. Und das ist super machtlos, Alter. Das ist wirklich machtlos dann. So. Wieder Stunt. Und band das wieder drauf. Aber ich hoffe, dass er dann gutes Loot hat. Ich meine, das ist ja trotzdem schon ein bisschen härterer Gegner. So, jetzt haben wir dann eine Keule. Ab geht's. Bam. Abwehr verringert, großartig. So war das doch auch nochmal. Achtung. Jetzt. Ja. Ich glaube, dass wirklich, dass das auch das Timing ist, dass du hörst dann nochmal der Schaden. Okay, er ist down. Wunderbar. Where's the King? He's over there. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are plus 4. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. So, Waldelfenrüstung. Cool. Muss man dann gleich mal gucken. Dann schauen wir mal, was der jetzt hier dabei hat. Barkeeper-Schnur, aber nach hinten. Gegelte Perücke, Geld. Stärkedrang, zersplitterte Pfeil. Elfenmoor. Nehmen wir das mit. Haben wir da bestimmt auch noch was? Nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir mal nach oben. Also gucken wir erstmal hier rein. Und hier müssen wir auch noch looten. So. Ja, stimmt, wir müssen ja nur Kenny befreien. Stimmt. Flick und Aufsätze können so oft du magst entfernt und neu angebracht werden. Experimentiere mit deinen Optionen. Nutze die Optionen ändern im Inventar, um Fliegen und Aufsätze zu gucken. Was haben wir aber auch schon öfters jetzt verwendet. Alter. Das klingt nicht gut. Kenny, was machst du? Achso, ich kann mich schon bewegen, okay. So, gucken wir erstmal hier irgendwie. Verhindere, dass Kenny vergewaltigt wird, okay. Jimmys Garagenschlüssel. Cool. Ich finde das auch geil hier mit den Bäumen und so weiter. Hat sich jetzt richtig Mühe gegeben. Kiddies. Okay, gut. Er springt einfach nur auf dem Bett rum. So, hier oben leuchtet's. Oh, da kommt. Aufpassen. Okay. Moment. Hier. Oh nein, hätte ich. Ich hätte das davor runter machen sollen, oder was? Weil, Moment. Ah, das hätte ich davor vorbereiten sollen wahrscheinlich. Jetzt geht das nicht mehr. Oder halt, komme ich jetzt hier hoch? Ah, ich verstehe. So. Und nu? Jetzt kann ich die Lampe abschießen. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. So.
Wie cool ist das denn bitte? Nice! Cool! Hey Kenny! Level 5, Fähigkeit freigeschaltet. Cool! Aufwertung verfügbar. Hier gucken wir aber auch nochmal rein. Coole Konstruktion auf jeden Fall gewesen. Cooler Move gewesen. So, hier ist auch nichts mehr. So, Bartos, komm mal runter hier. Komm mal mit. Können wir gehen. Haben Kenny befreit. How badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room. So, hey, Kenny ist unsere Begleiter. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Ah, wenn ich den Schlüssel hatte, der Schlüssel ist für die Garage gewesen. Ne? Ich kann da aber Kenny hinschicken, wie es aussieht. Moment. So. Alter. Alter Schwede. Okay, dann mal nach oben hier, am Dachboden. Ja. Einfach, weil ich lustig finde. Oh, da ist ein Ratten, Alter. Jo, Furzgranate! Bam! Ja, die haben wir leider nicht erwischt. Ah, das ist auch nicht so gut. Müssen wir jetzt echt gegen den kämpfen. Na halt, hier, guck mal hier. So. Halt. Scheiße. das ist ja der Drachenschrei, den will ich ja gar nicht machen. Moment. So. Ah, dammit. Ich hätte das machen müssen, wenn die Ratte direkt daneben ist. Ich trottel. Nee, egal, kämpfen wir jetzt einfach mal hier. Was soll's. Das hätte ich geschickter lösen können, auf jeden Fall, glaube ich. So, dann kommen wir einmal hier rüber. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Komm mal her. Ah, das war zu früh. Alter. So, machen wir erstmal auf den guten Herrn hier, Juden, hier zu. So, ab geht's. Wir hätten auch erst mit dem Bogen den Druiden wegschießen können, aber egal. Aber jetzt haben wir auch ein Schild, was auch nicht so verkehrt ist. So, Kenny, Fähigkeiten. Fetzige Freunde werden wir einfach machen wieder. Das geht auch wieder auf beide, glaube ich. So, los geht's. Hoffen wir, dass es nicht schief geht. Irgendwann werde ich das mal schief gehen lassen, weil ich wissen will, wie das dann aussieht. Kann ich mir das schon ungefähr vorstellen. Na? Okay, wir haben es geschafft. Wunderbar. Schon Angst bekommen. So, okay, da bricht er schon warm. Ach, das ging ja schnell. Kenny ist wirklich super mächtig. So, hätten wir. So, nehmen wir alles mit. Auch mit. Hier ist wieder so eine Waldelfenhandschuhe. Yeah! Schimpokémon. So, ach, hier können wir die Ratte vielleicht killen. Wartet mal eben. Jetzt. So, müssen wir nämlich jetzt nicht nochmal gegen die kämpfen. Oh, hoffentlich kommen jetzt keine Mongolenkinder. So, hier können wir auch irgendwas abschießen. Moment. Alles klar. Aber ich will erstmal ganz kurz hier hoch. Moment. Mit. Mit. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Okay, das war's schon gewesen. Na dann. Gehen wir mal hier durch. Zum Baden. You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your day. 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 Okay. Step forward now and fulfill your destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine. You want to throw down, bro? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, Bard.
So, jetzt geht's ans Eingemachte, Leute. Lied des Rattenfängers. Ui, das ist nicht so gut gegen Kenny, oder? Alter. Set him up, knock him down. So, machen wir erstmal, was wir nochmal gegen ihn Newton jetzt so machen können überhaupt. Nee, kann man leider nicht. Wie viel Leben hatten der? Ich guck mal eben. Oh, 1620 Leben hat der Gute. Ja gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir trotzdem schon mal auf ihn drauf, weil wir machen ja genügend Schaden. Nimm einfach einen Bogen. Hat auch Rüstung. Okay, muss mit X angreifen. Ja. Und dann brennen wir auch gleich mal. So, mit Kenny können wir aber eigentlich ziemlich easy die Ratten wieder killen. Ich finde diese Mützen wird's cool. So, pelzige Freunde. Ab geht's. Ja. Na komm. Ja. So, wir haben es geschafft. Der hat trotzdem irgendwie mal Panik. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Wie muss ich jetzt? Nee. Okay, wir sind aufgewacht. Okay, ich muss da A drüben. So, und jetzt können wir direkt draufgehen. Dann kann ich ihn erstmal stunnen jetzt hier. Ich hoffe, es kann sein, dass er immun ist. Wir müssen es ausprobieren. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist er immun dagegen. Oh, you dirty wreck. Er ist stunned. Okay, hat funktioniert. Das ist echt heftig. So, dann zerschmetternde Keule. Wie viel Rüstung hat denn der? Na gut, dann müssen wir mit X angreifen. Wir können auch mal mit Y furzen, weil er brennt ja. Vielleicht macht das dann mehr Schaden, ich weiß es nicht. Ich greife nochmal mit dem Mongolenbogen an, dass er nochmal brennt. So. Ich versuche dann nochmal den anzufurzen. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. So, Kennys Bogen. Ja, machen wir einfach Kennys Bogen. So. So. Au. So, ich versuche das jetzt mal. Mit Y. Für einen Furz. Weil er brennt ja. Vielleicht bringt das irgendwas. Keine Ahnung, ob das irgendwas gebracht hat. Auf jeden Fall hat es Schaden gemacht. So schlecht kann es nicht gewesen sein. So Fähigkeit, königlicher Kuss. Dum. Ja, kann man einfach mal machen. So. Ja. Oh, der arme Kerl. Leute. Y. Sleep now with Jesus. Ja, wir sind jetzt auch vorwärts. Ich drücke wirklich schnell Y gerade. Okay, wir haben es geschafft. Wow, what a terrific. Hot. Zerschmetternde Keule. Achtung. Is that all you got? Vier hat er ja nicht mehr. That all you got? Okay. Ich kann immer nochmal Juden hier zu machen, sicher. Auf geht's, aber wir hätten einfach angreifen können, egal. So. Betäubt. Und Kenny darf mir jetzt den Rest geben. Achtung. Ich hoffe, er macht genug Schaden. Okay, dann hauen wir mal mit Mongolenbogen. Achtung. So. Everyone's a critic. Ach, der Arme. So. Sieh, guck mal, was er noch dabei hat hier. Level 4, Krücke der Schwäche. Okay. Terrence Actionfigur, Philipp Actionfigur, die Kacke, die gepinkelt hat, hatten wir ja auch schon mal alles. So, dann gleich mal gucken, wir haben jetzt einiges. Mantel. Waldelfen mit, sie haben einiges jetzt an neuen Items bekommen, auf jeden Fall. So, sonst ist ja nichts, wie es aussieht, ne? Hier noch. Hätten wir. Ready to leave, douchebag. So, zurück zum Castle Kuba. Können wir natürlich. Ab geht's. Vergiss nicht, ein Handtuch mitzubringen. Ach ja. So, er ist wieder da. The stick of truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the giggling donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. Qu-
Quest erfüllt, der Bade. Oh, es ist ganz schön dunkel jetzt hier. Neue Quest, es ist zu spät. Okay, wir müssen also nach Hause. Ja, gehen wir gleich zum Tim, aber davor werden wir erstmal ganz schnell Items jetzt hier gucken, wegen Aufwertung und so weiter. Sag mal, willkommen, Krüge der Schwäche. Ja, aber es ist nicht wirklich besser als unseres. Man hat hier auch sogar immer einen Vergleich, ne? Wenn der Fall unten geht, dann ist es wahrscheinlich einfach schlechter. Gut zu wissen, gut zu wissen. Okay, naja, da können wir jetzt erstmal nichts ändern. Ich guck mal eben noch, Bogen. Der ist ungefähr genauso gut, der Mongo. Nee, halt, den haben wir ja an. Ja, logisch. Das ist genauso gut. Ja, wollte ich so lassen, wie es jetzt ist. Was haben wir denn hier? Dumm, dumm, dumm. Waldelf mit zuletzt 1 MP bei Bogenangriffen fügt einen Rüstung hinzu und schwere, schlecht feindliche Angriffe. Nee, ich finde das aber noch ganz gut hier, gerade mit den 10% Schaden beim Brennen. Das ist ganz okay, weil wir das nutzen wir öfters. Und 1 MP, wenn wir Schaden erleiden. Nö, ich würde das erstmal so lassen. Und du hättest auch 2 MP, wenn wir Feuerschaden hinzufügen, was wir auch öfters mal machen. Das können wir so lassen, wie ist das eigentlich? KKK-Rüstung. Mit einer 2-ligen Waffe heizt im 15. Moment. Die haben wir jetzt hier, 10% Schaden werden angewidert. Da ist die aber mit Abstand besser. Oder die hier. Nee, ich glaube, ich finde die hier besser. Mit einer 2-ligen Waffe heilst du zu 15 Trefferpunkte pro Runde. Was wir haben. Und du hättest zusätzlich 25 Trefferpunkte, wenn du geheilt wirst. Nehmen wir auf jeden Fall. Wieso? Hätten wir. Und Handschuhe auch noch. Plus 10% Schaden durch 2-endige Waffen. Ja, dann nehmen wir einfach mal, hm? Wieso? Wir können ja hier auch mal ein bisschen rumändern. Wir haben ja echt immer schon das gleiche jetzt hier an. Ich guck mal eben per Rücken. Dumm, dumm, Rotschopf-Afro. Haben wir das nicht schon? Bringt überhaupt nichts. Alter Schwede. Ach komm, nehmen wir einfach mal das hier. Was haben wir noch? Brille. Normale Sonnenbrille. Ah, nee, nee, nee. Ich würde schon die behalten, die wir jetzt haben. Oh nein, wollte ich eigentlich gar nicht. Moment. Hier kann man doch noch mehr machen. Wir haben doch hier auch noch was. Anhänger. Alter. Ja gut, das machen wir mal. Das ist lustig. So. Böser gerade mit dem Spitzbart. Dann nehmen wir das hier. So. So, kehr nach Hause zurück. Na gut, los Leute. Tschüss, Mrs. Cartman. It's late, hon. Your parents will be worried. Oh! Ach, schön. So. Ach ja, wir haben noch eine Aufwertung, Leute. Dann machen wir auch gleich mal noch. Habe ich ganz vergessen. Fähigkeiten. Ja, da würde ich das jetzt erstmal noch zu Ende skillen wollen. Hier. Moment, was kriegt man dafür? Nach erfolgreichen Einsatz wirst du von dem nächsten Treffer geschützt. Ich glaube, das haben wir jetzt schon. Führe eine weitere Aktion aus, wenn du Juden jetzt zu deinen Gegner ausnockt. Das ist cool. Gerne. Da können wir dann quasi noch einen Angriff machen. Nett. Vorteile. Ja, halt, jetzt bin ich bei Quest. Moment. Okay, da haben wir noch nichts freigeschaltet, leider. Und hier, okay, alles klar. So. Gut. Ach, scheiße, ich wollte eigentlich Schnellreise machen, ne? Na gut, dann laufen wir jetzt einfach mal. Ich guck mal eben Karte. Soweit ist das jetzt nicht weg, oder? Karte wohnt jetzt, glaube ich, wirklich nicht so weit. Hier ist es zu spät. Hier wohnen wir. Assiste, wir sind ja fast Nachbarn. Wir müssen auch mal Blumen für Kenny besorgen, aber wir machen jetzt erstmal nach Hause, Leute. Das ist wirklich schon spät. So, halt, bin ich schon zu weit gelaufen jetzt. Wir müssen das rote Haus. Das ist das hier, oder? Nee, ist es nicht. Außer die Eltern haben zugeschlossen. Das kann auch sein. Nee, das Haus hier ist es, Leute. Das hier ist es. Ist denn irgendwo was? Ja, mal gucken. Ja. Surferperücke und ein bisschen Geld. Hat sich doch gelohnt. So, dann machen wir mal nach Hause. Ist auch schon spät und haben wirklich viel erlebt, diesen Tag. Ganz viele neue Freunde kennengelernt. Unglaublich viele Freunde kennengelernt. Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Jo. Nothing to say, huh? What a surprise. It's late, sweetie. Go on up to bed and I'll be there to say goodnight. Okay. Okay, mein Eltern Your mother said get to bed. Now do it. Your mother said get to bed. Now do it before you get grounded. Alter. Your mother said you get to bed. Now to do it before you get grounded. No, no. That's enough. That isn't nice, sweetie. Knock it off. You are this close to a timeout. No, no. Na gut, Leute.
So, Küche brauchen wir nicht gucken. Wir haben ja an sich schon hier alles durchforstet. Den Keller, vielleicht können wir jetzt mal in den Keller rein. Können wir mal probieren. Nee, geht immer noch nicht. Okay, alles klar. Na dann machen wir uns Bettchen. Ja, ich bin ja schon dabei. So, Alter, wisst ihr was? Ich muss mal auf Toilette ganz schnell. So. Und duschen müssen wir uns ja auch erstmal duschen. So. Und jetzt noch. Achtung! Alter! Okay, hab's noch geschafft. Nur mit. Hier brauchen wir nicht mehr gucken. Na dann! Was ist eigentlich mit dem Mülleimer hier? So, Kronkorken, das hat sich ja gelohnt. Da werden sich die Eltern wieder freuen. Ja. Na dann. Können wir irgendwas Neues machen? Yay! Cool! Craig ist jetzt Single. Oh, tut mir leid, das zu hören, Kumpel. Liebe arbeiten allein, sie hat mich zurückgehalten. So, den Rest haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Ja, den Rest haben wir schon gelesen, Leute. Na dann, komm ins Bett. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. Ja, gruselig. Sorry, Europa, du kannst diesen Teil des Spiels nicht spielen. In diesem Teil wurden Mr. McKay, Craig, Mr. Sklave und du entführt. Sie sind an hohe Tische gebunden, scheinen noch zu schlafen und werden durch ihre Anusse untersucht. Okay. Aber gut, dass sie dann jetzt so ein Ladebildschirm mit eingebaut haben dazu. Schlechte Nachrichten, Europa. Auch dieser Teil ist für dich zensiert. Ist das heftig, ey. Is this your first time getting probed? Yeah, it's a pain, but... This is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too! Thank you.